So, was machen wir heute? Steaks. Immer Schwein und immer Rumpsteak. Schweinsteak, VS, Rumpsteak, Rindsteak. Stelle ich mal vor, wie wir es machen. Und als erstes tue ich die Produkte vorstellen, was wir hier so haben. Und dann legen wir direkt los. Das kann nicht so lange dauern. Ne? Wir machen ein paar Kartoffeln dazu. Oder rohe Geröstete, ne? Wie manche sagen. Gleich geht's los. Ich stelle die Produkte vor. So, Produktvorstellung: Koteletts, Schweinekoteletts, Rumpsteaks, so wie es sei, so herrlich. Ne? Dann haben wir hier für die Soße, brauchen wir Gemüsebrühe. Da habe ich schwerlastig Schnittlauch gemacht. Dann brauchen wir ingelegte grüne Pfefferkerne. Die tun wir dann später im Mörser klein machen. Eine rote Zwiebel und Sahne für die Soße. So, für die Rumsteaks brauchen wir Smoky Salt, also geräuchertes Salz, Olivenöl, frische Knoblauch und Rosmarin. So, für die Schweinesteaks brauchen wir auch wieder geräuchertes Salz, bunte Pfeffer, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Rosmarin und Paprika rosenscharf. Das tun wir dann mischen. Und in Pflanzenöl, was hier, da kommt das rein. Ja, also Pflanzenöl, warum? Große Hitze verträgt nur Pflanzenöl, sprich Sonnenblumenöl zum Beispiel. Hier zum Beispiel das Olivenöl bei dem Rindersteak, Rumpsteak. Das machen wir später. Das gibt so eine kleine Paste und dann tun wir später im Benzel, bevor das dann in den Backofen kommt. Und dazu machen wir Bratkartoffeln. Oder ja, rohe Bratkartoffeln. So muss ich dazu sagen. Und dann fangen wir mal gleich an. Aber ich will noch gerade drüber zeigen, dass wir brauchen halt hier zwei Pfannen. Richtig schon weiter. Habe ich jetzt gerade mal aus dem Internet gezogen, dass ich ungefähr, wie das werden soll, was es für verschiedene Garstufen gibt und so weiter. Wir machen und wir essen gerne Medium. Ne? Man sieht auch, da gibt es immer so Differenzen. Ne? Also, Rehe ist dann immer, man muss immer Rehe, R wie roh. Ne? Und dann, ja, wir wollen eigentlich mit Blut nichts zu tun haben, außer die Frau will, glaube ich, so ein bisschen Blut drin haben. Ne? Rehe Medium, was dann ungefähr. Ich esse Medium und der Sohnemann will well done, ne? Also wenn es ganz durch ist. Gut, dann legen wir gleich los. So, dann machen wir als erstes die Marinade für Schweinesteak. Da brauchen wir das geräucherte Salz, bunte Pfeffer, ganz wichtig. Die tun wir dann mörsern. Gar nicht so wild, sage ich jetzt mal. Weil das geht eigentlich mit dem Mörser ganz. Aber das merkt man schon, ne? Frisch gemahlen, merkt man. Das ist schon ganz anderes Aroma. Macht schon Sinn. So, das war's schon. Mehr ist es nicht. Jetzt Pflanze wieder drin. Dann machen wir dazu Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprika rosenscharf und Rosmarin. So, das ist meine erste Marinade, wo ich vorstelle. Dann holen wir unser Gefäß. Alles relativ easy, ne? Nehmen wir das Fleisch, Pinselchen. Schälpinsel, immer drehen. Das muss auch nicht über Nacht inziehen, ihr Leute. Das passiert jetzt direkt schon mit dem Öl. Da findet auch statt ein Austausch statt von den Gewürzen mit dem Fleischsaft. Das zieht relativ schnell in.
Gut, wenn man richtige Tiefe erwischen will, dann muss man natürlich das schon über Nacht in See lassen. Das ist schon richtig. So, aber ihr seht, das sieht schon richtig gut aus. Ne? Da haben wir die Schweinesteaks. Schon richtig gut gewetzt. Das könnt ihr nicht so kaufen. Ihr habt das Zeug daheim. Ihr müsst das bloß richtig nutzen. Dann habt ihr eine herrliche Sache. Jeder hat das alles daheim eigentlich. Sag ich jetzt mal einfach. Das ist kein Kunstwerk. So, herrlich. So, die lassen wir ein bisschen Ruhe da drin. Also gleich ein bisschen Sekundenschnell geht das natürlich nicht. So, ist das schon fertig. So sieht das aus. Lassen wir gerade 60. Herrlich. So, dann machen wir unser Rohgröße. Starten wir es endlich wie Pommes. Und das Salz drin machen. So, für die Rumsteaks Marinade. Olivenöl. Räuchersalz. Da müsst ihr ja schon gut ordentlich drin machen. Ne? So, ja. Rosmarie-Pulver. Frische Knoblauch. Da müsst ihr ja frische Knoblauch nehmen. Das macht sich bemerkbar. So, und immer durch die Presse alles reinschmeißen. Hat nichts fett geschmissen. So, die Paste kommt erst drauf, wenn ich die ganz heiß angebraten habe. In der Pfanne, ohne Öl, ohne alles. Dann machen wir die Paste drauf und ab in den Backofen bei 120 Grad. Das Ganze wollt ihr ein bisschen roh haben oder die Gäste roh haben, ne, Rehe. Wie roh, dann müsst ihr 9 Minuten. Wollt ihr Medium, schön eigentlich durchgebraten, aber noch so ein bisschen Rosé, durch und durch das Fleisch, Rosé, dann müsst ihr 2x9 Minuten. Wollt ihr well done, müsst ihr 2,59 Minuten. Also könnt ihr rechnen, ungefähr 22 Minuten. Im Backofen bei 120 Grad. Macht da nichts verkehrt, genauso funktioniert es. Fangen wir an. Ungewürzt, ohne Öl, in die Pfanne. Marinierte Schweinsteak, schön Stücke. Die haben aber ganz viel Öl hier, das ist die Marinade. So,
jetzt gehen wir mal hin und die tun die Homesteaks schon mal drehen. Schweinesteak. Ich weiß gar nicht, ich muss noch gucken, ob man das überhaupt sieht. Das muss ich ein bisschen drehen. So. So, jetzt machen wir. Wo ich vorhin die Marinade gemacht. Jetzt machen wir die drauf. Herrlich. Ach, das riecht schon lecker. Einmal drehen. Nochmal im Pinsel. So. Und genau so kommt das jetzt in den Backofen. Für 2x9 Minuten. So wollen wir das. Rumpsteak. Nehmen wir ein bisschen aus hier. So, wir machen ohne hin. Was brauchen wir? Ich muss Zwiebeln anrösten. Gemüsebrühe mit Lauch. Der grüne ingelegte Pfeffer dazu. So drei. Ja, da kann es auch. Vier Teelöffel. So, jetzt kommt die Sahne noch dabei. Wir haben 9 Minuten. Fertig, holen wir Steaks raus. So, gucken wir mal, wie der Garpunkt ist. So wie wir es wollen. Gucken wir mal. Ohne grauen Rand. So muss es sein. Medium, ne? Ohne Blut. Herrlich. Pfeffersauce. Herrlich. Herrlich. Kartoffeln. Die roh geröstete. Salätsche. Das ist ein Gedicht. Ihr müsst es genau so machen. Das sind keine Sprüche. Herrlich, gucken wir mal. Gucken wir da, ich habe es so an der Ecke auch geschnitten. Das ist das genauso. Ne? Medium. Das funktioniert genauso, wie ich sah. Herrlich. Wünsche euch. Herrlich. Pfeffer siehst du dazu. Super. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleiben gesund. Bis zum nächsten in diesem Theater. So, dann probieren wir das Schweinesteak noch. So, genau so, wenn ihr das so macht. Herrlich saftig.